Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was wir uns nur als Koreaner spielen können. Und zwar finden wir das einmal hier unter Erweiterungsfeature und dann unter Pakt Sankten. Und heute wollen wir uns folgendes Achievement anschauen: Bastion des Schutzes. Und hierfür müssen wir Kalisene und Carven Corinth, während ihr die Geschmiede der Aegis verwendet, besiegen. Und ja, die haben ein bisschen komische Namen. Wir müssen nämlich ein Item uns jetzt holen. Und zwar kriegen wir das hier von Palomene. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wo ist der Täler jetzt hier gerade? Ich bin im Kolosseum des Aufstiegs. Und zwar kriegen wir das, wenn wir mit einem Koreaner-Char quasi unser Special Pact Feature bauen. Und zwar können wir das eigentlich hier schon auf Stufe 1 absolvieren. Es macht aber Sinn, wenn ihr euer Pakt-Feature ein bisschen weiter upgradet, dann habt ihr nämlich ein paar Verstärkungsbuffs hier noch und das Ganze macht es ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, es geht theoretisch schon ab der ersten Stufe, denn wir haben hier keine Schwierigkeitsvoraussetzung. Wir können nämlich die Bosse hier in verschiedenen Schwierigkeitsgraden besiegen und umso höher der Schwierigkeitsgrad ist, umso schwerer wird das Ganze und die Grade werden freigeschalten, indem ihr eure Gebäude ein bisschen höher macht und ihr dementsprechend auch die niedrigen Bosse besiegt habt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal den ersten Kampf an. Und zwar wählen wir hier mal den ersten Boss aus. Und zwar machen wir es einfach auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe, hier auf Mut. Und jetzt würde ich empfehlen, für den ersten Boss nehmen wir nicht Pelagos, der im Normalfall der leichteste ist, sondern wir nehmen Claire. Denn ich habe letztens gesehen, dass man mit Claire springen kann. Und mit dem Sprung können wir quasi die Ketten von der Tuse hier entfernen und dementsprechend brauchen wir nicht die Fußpolster, sondern wir müssen ja einmal hier den Aegis benutzen und den holen wir uns jetzt auch hier geschmiedeter Aegis. Übrigens, wenn ihr die Kohlenpfannen mit euren Gebäude schon freigeschalten habt, könnt ihr die hier aktivieren, dann kriegt ihr dementsprechend noch ein paar Buffs, erleichtert die ganze Sache ein bisschen. So, dann würde ich sagen, starten wir durch. Und das können wir einmal wegklicken. Jetzt haben wir auf Mut den Boss mit relativ wenig Life. Seht ihr, 100k Leben, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Und jetzt ist es so, dass wir ja nicht die Fußpolster drin haben, die wir im Normalfall benutzen würden, um die Ketten zu brechen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Der Boss setzt nämlich so, ja, so Pillar am Boden hin. Da werdet ihr dran gekettet und immer rangezogen. Ja. Hier, da sehen wir es, so ein Speerschmeister und da werden wir rangezogen. Und im Normalfall wartet man 3 von den Speeren ab, setzt dann die Sonderfähigkeit an, was diese diesen Root quasi bricht. Das haben wir jetzt hier in dem Fall nicht, weil wir ja mit der Aege spielen müssen. Aber mit Claire haben wir so ein Hüpfen und dann können wir das auch aufheben. Und ich sehe gerade, wenn wir die auf Mut machen, ihr seht mal, wie der Boss runtergeht. Ich glaube, der kommt gar nicht dazu, seinen dritten Pillar zu setzen. Das war jetzt nicht gut. Eigentlich sollte man die auseinanderziehen. Jetzt habe ich bei allem Erklären da nicht drauf geachtet. So, wenn wir da springen, seht ihr, hat das den quasi diesen Root auch gebrochen. Was ich bis jetzt ehrlich gesagt nicht wusste, ne? Ich habe das vorhin durch Zufall mal rausgefunden. Und dann ist es mit ihr halt hier wesentlich einfacher, als wenn man das mit Pelagos zum Beispiel probiert, weil der hat ja nicht so einen Sprung, wo man dementsprechend den Root brechen kann. Gut, wir könnten jetzt theoretisch hier auch unsere Special Ability einsetzen, dürfte aber im Normalfall nicht notwendig sein. Wir können es jetzt just for fun, machen wir es jetzt hier mal rein. Seht ihr, dieses Schutzding, dann kriegen wir nämlich keinen Schaden. Ist aber hier nicht notwendig, wie gesagt. So, jetzt können wir mal ein Ulti noch ziehen. Wenn wir 100 Energie haben, haben wir da die Möglichkeit. Und jetzt pressen wir halt einfach die 1 durch und klopfen den Boss um. Und dann müsste es eigentlich schon fürs Achievement hier zählen. Ihr seht, da ist sie tot. Und es hat auch fürs Achievement gezogen. Oder beziehungsweise gezählt an der Stelle. Jetzt looten wir hier noch. Und dann, wie gesagt, machen wir den anderen Kampf noch. So, dann kommen wir zum zweiten Typen, und zwar zum Carven. Und hier nehmen wir dann nicht Claire, sondern wir nehmen Pelagos. Und dann wählen wir dementsprechend hier den nächsten Boss aus. Also wir brauchen einmal Carven, können dann auch wieder auf der Mut-Schwierigkeitsstufe nehmen. Hier brauchen wir natürlich wieder die Aegis. Und dann können wir eigentlich loslegen. Wichtig ist, dass ihr wirklich die Aegis auswählt, sonst zählt es halt fürs Achievement nicht. Zusätzlich könnt ihr auch theoretisch noch so ein paar Amulette reinschmeißen, aber für die Mutschwierigkeit sollte das eigentlich nicht der Fall sein, dass ihr die unbedingt benötigt. So, gegen Carven fangen wir an, routen ihn einmal als allererstes. Dann können wir ein bisschen offensiv reingehen und hier einmal unseren Damage-Buff holen, wenn ihr bei Pelagos quasi die zweite Fähigkeit einsetzt. Das war jetzt knapp. Warte mal, jetzt ziehen wir mal das Immunschild, mal gucken.
Ja, das hält sogar ein bisschen Schaden ab. Ich wollte jetzt mal gucken, ne, ob das auch gegen die Fähigkeit uns immunisiert, aber das klappt tatsächlich. Jetzt nehmen wir hier nochmal das Damage-Ding. Jetzt wird er sich dann auch gleich wegporten. Ja, da haben wir ihn. Und hier versuchen wir jetzt mal die Orb reinzuhauen. Er versucht nämlich jetzt von seiner Anima-Orb hier ein bisschen Leben zu leechen. Das wollen wir eher nicht. Und jetzt behalten wir uns mal einmal quasi eine Erinnerung auf. Denn wir wollen uns jetzt dann gleich das Immunisierungsschild für die zweite Movement-Phase in der Mitte aufheben. Mit dem Schild können wir es zwar auch zum Teil abfangen, aber wie ihr gesehen habt, leider nicht ganz. Und dementsprechend bewahre ich mir jetzt lieber hier die Erinnerung auf. Wir können uns nämlich, wenn wir den rechten Typen soaken, einmal immunisieren. Und das ist schon relativ stark. So, jetzt hier den rechten Typen einmal soaken. Und jetzt haben wir quasi die Immunisierung ab. Ich kann jetzt hier auch einmal den Ulti draufschmeißen, ihn nochmal routen. Jetzt hauen wir ihn einfach runter. Der Typ ist schon relativ nervig, weil er halt auch verdammt schnell unterwegs ist, wenn man nicht gerade wegroutet. Jetzt dürfte eigentlich nicht mehr viel passieren. Ah, er hat sich doch nochmal weggeportet. Ich hasse dich. Okay, aber er saugt die Anima-Kugel gar nicht mehr. Zack, da geht er down. Und damit haben wir auch dieses Achievement eingeheimst. Ihr könnt natürlich ihn auch mit Claire besiegen oder mit Mechanikos. Wie gesagt, Pelagos finde ich am einfachsten. Und beim ersten Boss ist Claire halt im Vorteil, weil sie halt die Ketten brechen kann, ohne dass sie quasi diese Schuh-Seelenband-Geschichte benötigt oder Seelenbandausrüstung. Dementsprechend finde ich es von der Kombi so am besten. Gut, dann sind wir jetzt mit dem kleinen Erfolgsguide auch wieder durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.